Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Trading-Betrüger mitgebracht, die ihr Glück mal wieder auf unserer Leitung probieren. Der erste, der ist von vornherein schon ziemlich begriffsstutzig, bei dem erzähle ich eigentlich schon von Anfang an, dass ich keinen Bock auf sein Gelaber habe. Die zweite, die bekommt gefühlt Schnappatmungen am Telefon und hört selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Lothar. Wie geht es Ihnen? Ich bin von CryptoTech und mein Name ist Herr Nolte. Der Grund meines Anrufes ist, dass Sie Interesse am Finanzmarkt geäußert haben. Mhm. Und ich möchte gerne fragen, ob Sie, eine schlechte Erfahrung haben mit einem Broker oder was sind allgemein Ihre Ziele? Haben Sie Ziel, was Sie verwirklichen möchten? Was wäre für Sie ein gutes und stabiles Einkommen? Und was würden Sie mit Ihrem ersten Gewinn machen? Mhm. Haben Sie Fragen, warum ich gerade anrufe, oder? Nö. Haben Sie überhaupt Interesse? Nö. Dort Erfahrungen zu sammeln und, an eine sehr gute passive Einkommen zu bekommen. Sie kriegen wahrscheinlich zig Anrufe und jeder verspricht was anderes. Bei uns machen Sie das alles alleine, ohne irgendwelche Daten bekannt zu geben und. Sie sind auf jeden Fall geschützt und auf eine sichere Seite. Wir brauchen alles, nicht in Pay Anydesk oder Team über zu machen, sondern wir können sie so belehren, dass sie das alleine hinbekommen und dort auch natürlich sicher handeln können und erstmal die Konto aktiviert wird, damit sie dann auch eine Broker bekommen und dort dann weiter die Gewinne machen. Meine Güte, da haben wir ja wieder einen Betrüger am Telefon, der sich selbst für ziemlich ernst hält und ja, die ganze Zeit nichts anderes als Müll zusammenträgt am Telefon. Keine Ahnung, ob ihm das da einer aufgeschrieben hat oder ob er sich das gerade selbst ausgedacht hat. Aber schön, dass er erzählt, dass hier ziemlich viele Betrüger auf der Leitung eventuell wahrscheinlich anrufen und er stellt auch 1000 Fragen von Anfang an und aber beantwortet gekriegt hat er keine einzige und er fragt auch nicht nochmal nach. Dann stelle ich mir hier natürlich in diesem Gespräch oder in diesem Monolog, stelle ich mir hier die Frage, warum stellt er mir die ganzen Fragen, wenn er sie ja gar nicht beantwortet haben will und einfach in seinem Text weiterlabert und labert und labert und labert. Ja, also irgendwie ist der Anruf von vornherein schon ziemlich skurril. Mhm. Haben Sie überhaupt was davon gehört? Von CryptoTech? Nö. Sind Sie dort registriert? Nö. Da bin ich nicht registriert. Nein? Ja. Aber das ist einer von den großen Firmen, was überhaupt Bitcoin-Handel angeht und. Ja. Naja, ist genauso ein Betrug wie der Rest. Warum sollte das Betrug sein? Also Sie, ich weiß nicht, wo Sie, deswegen frage ich ja, haben Sie schon mal mit einem Broker Geld gehandelt oder wie haben Sie das gemacht, damit wir Ihnen sagen können, dass Sie auf jeden Fall bei uns in sicheren Händen sind und dass Sie keine, schlechte, sondern nur gute Erfahrungen hier bei uns sammeln. Ja, das ist ja Blödsinn. Warum ist das denn Blödsinn? Ja, weil ihr ja auch Betrüger seid, ihr ruft ja auch ohne Erlaubnis an. Was heißt ohne Erlaubnis? Gucken Sie, wir bieten Ihnen eine professionelle Unterstützung an. Eines von unseren Experten wird Ihnen arbeiten und detaillieren Info mitteilen, mit welche Anlagewerte Sie am besten handeln können. Ja, aber es ist ja trotzdem ein illegaler Werbeanruf. Das ist überhaupt kein illegaler Anruf. Natürlich. Sie sich Interesse Nein, nach dem deutschen Interesse Telekommunikationsgesetz brauchen Sie ein Double Opt-in, um mich anzurufen, und das haben Sie nicht. Alles Weitere machen wir dann, wenn Sie, dort verifiziert sind und auch... Nö, ich werde mich doch nicht bei einer illegalen Firma verifizieren, die mich illegal anruft. Nein, das sind keine illegale Firma, das ist alles offiziell und das werden Sie alles nachweisen. Das werden Sie ganz bestimmt nicht nachweisen, weil Sie ein Betrüger sind. Sie bekommen genau für Sie sehr angemessene Geldmanagementstrategie und dazu wird er oder Sie, Risiken minimisieren, kalkulieren und reduzieren. Genau, ganz bestimmt. Und wir arbeiten von Montag bis Freitag. Ich habe dir gerade erzählt, dass du mich illegal anrufst. Warum machst du jetzt eigentlich noch weiter? Ich rufe überhaupt nicht illegal an. Natürlich, ich habe dir das gerade verboten. Und du hast kein Double Opt-in. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, aber das ist eine sehr große Internetgeschäft, Und das macht ja den Anruf trotzdem nicht legal.
Ja, aber Sie haben sich doch angemeldet, Sie haben doch Interesse gezeigt. In dem Sinne darf ich Sie auch anrufen. Na, wann? Nee, das hat ja damit nichts zu tun. Das darf man dann Natürlich nicht. hat es damit zu Nein, tun. darf man nicht. Du brauchst ein Double Opt-in. Und das musst du mir auch vorweisen können, das Double Opt-in. Ich kann Ihnen auch eine E-Mail schreiben mit den ganzen Dokumenten, das ist auch kein Problem. Nee, das ist ja Quatsch. Das Double Opt-in kann man am Telefon nennen. Nenn mir mal den PIN dazu, bitte. Und die IP-Adresse, über die das abgeschlossen wurde. Alles klar. Und was wollen Sie noch? Soll ich Ihnen jetzt Nee, jetzt direkt direkt am Tele Geld? jetzt direkt am Telefon musst du mir das sagen können. Soll ich Ihnen gleich 10.000 Euro überweisen? Einfach so? Nee, Oder was du wollen sollst Sie? mir erstmal deine Seriosität beweisen, aber das kannst du ja nicht. Du musst mir die IP und den PIN nennen können fürs Double Opt-in. Wo Ja, denn? ich verstehe überhaupt gar Ja, nicht, was Sie richtig, von mir verlangen. weil Betrüger keine Ahnung vom Gesetz haben. So sieht's aus. Alles klar, und Sie haben auf jeden Fall Ahnung, ja? Naja, mehr als du scheinbar. Glaube ich nicht, weil Sie melden sich hier irgendwelche Seiten an, Genau, und registrieren sich genauso und zeigen reagieren Sie dann Inter Betrüger. nein, nein, Doch. zeigen Sie dann Interesse und ich biete Ihnen jetzt was an, was komplett offiziell ist und das Nee, sie werden bieten das Sie ja illegal gerne an, annehmen. über einen illegalen Weg. Nein, es Doch. macht auf jeden Fall keinen Sinn, mit Ihnen weiter zu sprechen. Deswegen wünsche ich Ihnen einen Genau, schönen weil du Tag, ein bleiben Sie Krimineller gesund. bist. Alles klar, ciao. Ja, genau. Und das hat er uns auch gleich bewiesen, dass er noch ein Krimineller sein muss. Denn, naja, erstmal hat er keine Ahnung vom Datenschutzgesetz, wie das aussieht, wie es funktioniert und was da drin steht. Weil er behauptet ja das Gegenteil davon, aber naja, ein Double Opt-in konnte er nun auch nicht vorweisen. Und im Grunde genommen hat er hier auch wieder, wie alle anderen Betrüger, nur lauter Kauderwelsch irgendwie hübsch zusammengeformt. Aber naja, Sinn ergibt nichts von dem, was er da so erzählt hat. Oh Mann. Das Problem ist halt immer, wenn die so tun, als würden die legal anrufen, die wissen ja auch gar, also die haben ja gar keine vernünftigen Ausreden dafür. Die sagen dann immer nur wieder, ja, ihr habt euch ja selber angemeldet. Ja und? Nur weil ich mich selbst angemeldet habe, habe ich trotzdem kein Double Opt-in gegeben. Das bedeutet noch lange nicht, dass man mich einfach so aus Spaß mal so nebenbei anrufen darf. Aber das interessiert die Betrüger gar nicht. Ich meine, die Betrüger gehen ja sogar weiter. Die terrorisieren ja gerne sogar einen noch mit dem Telefon, wenn sie merken, da ist ein YouTuber dran. Dann gibt es auch mal so Tage, wo die Betrüger tausendmal am Tag anrufen und versuchen, einen damit zu nerven. Ich meine, was sie dabei vergessen, ist über die Rufnummer, über die sie reinkommen. Na, also ihr wisst ja Bescheid, hier für den Kanal gibt es ja einige Telefonnummern. Und wenn ich sehe, so ein Betrüger versucht es auf irgendeine Rufnummer zu übertreiben und will mich damit irgendwie ärgern, ja, dann drücke ich hier drei Knöpfe am Computer und dann klingelt diese Rufnummer erstmal eine Weile nicht mehr. Tja, und damit können sie mir überhaupt nichts. Na, also die können uns nicht mal schaden letztendlich, wenn wir die Telefonnummer einfach ausschalten. Geht natürlich privat ziemlich schwierig, wenn man nur eine hat. Aber tja, man sieht halt, dass das alles nur Betrug sein kann. Sonst würde sowas hier auch gar nicht passieren. Aber naja. Ich habe euch ja noch ein Telefonat mitgebracht. Ich spreche am Apparat. Spreche ich mit Herrn Bummel? Herr Bummel, ich rufe Sie an wegen Ihrer Meldung. Ich melde mich von 24 Trades. Wegen Ihrer Meldung auf dem Finanzmarkt. Ja, und? Soweit ich informiert bin, Sie haben Interesse geäußert, mit Onlinehandel Geld zu verdienen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wie weit sind Sie? Oder haben Sie Erfahrung? Haben Sie online gehandelt? Ja, habe ich kein Interesse dran. Ah, okay. Aber darf ich mal fragen, warum steht Ihr Name auf dem Finanzamt, wenn Sie nicht interessiert sind? Ja, weiß ich doch nicht. Haben Sie nichts angemeldet? Nö. Herr Labimel, also entschuldigen Sie bitte, ich werde Sie Hallo? weiterleiten. Herr Labimel? Ja? Schönen guten Tag, Sandra Schmidt ist am Apparat. Herr Labimel? Habt ihr das mitbekommen gerade eben? Ich spiele euch mal diesen kurzen Teil hier nochmal ein. Ja, weiß ich doch nicht. Haben Sie nichts angemeldet? Nö. Herr Labimel, also entschuldigen Sie bitte, ich werde Sie Hallo? weiterleiten. Herr Labimel? Ja? Schönen guten Tag, Sandra Schmidt ist am Apparat. Herr Labimel? Das war jetzt hier kein anderes neues Telefonat. Das war in der bestehenden Leitung hier. Ich habe gerade noch mit dieser komischen Kakerlake telefoniert und ihr gesagt, dass das mit der Anmeldung, so wie sie mir das erzählt, definitiv nicht gewesen ist. Und währenddessen die andere noch spricht, quatscht auf einmal jemand in die bestehende Leitung rein. Aha. Also wurde das Gespräch die ganze Zeit schon abgehört und da war jemand bei. Interessant. Also ich glaube, das ist jetzt schon die allergrößte Bestätigung, die wir hier jemals auf dem Kanal hatten, dass hier nur Kakerlakentelefone dran sind und absolute Betrüger-Callcenter. Hä?
War wirklich einfach jemand dran, ohne dass ich wusste, dass da jetzt gleich jemand dran geht. Die nette Tante hat nur noch, also die war ja noch dabei beim Reden, sie wird mich gleich verbinden und währenddessen hat die Neue schon gequatscht? Also entweder hat die woanders im Callcenter gesessen und schon mit ihrem Telefon abgehört, oder die hat daneben gesessen und war mit eingesteckt, aber das ist genauso nicht erlaubt. Also es ist absolut in Deutschland verboten, dass da einfach jemand mithört. Vor allem bei Finanztransaktionen, wo ihr eventuell eure Kontodaten dadurch buchstabiert. Schon ziemlich krass. Ich bin von technischer Abteilung. Ich muss genau wissen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit Onlinehandel oder haben Sie irgendwelche Kenntnisse, warum, wie das alles funktioniert? Wer sind denn Sie jetzt eigentlich? Ja, ich bin von technischer Abteilung, habe ich gesagt. Ich ja, aber Sie haben nicht das Recht, sich einfach in irgendwelche Gespräche einzuklinken. Herr Lebelin, lassen Sie mich kurz ausreden. Ja? Sie sind registriert auf der Finanzmarkt. Und Ihre Nummer steht auf der Finanz als potenzielle Kunde. Und Sie sollen genau der Grund sagen, was ist passiert. Also warum haben Sie Ihre Registrierung bis Ende gemacht? Also ja, habe ich doch gerade erzählt, war ich nicht. Wer weiß sonst? Was? Wer weiß sonst? Also ja, weiß ich doch nicht. Ihren Namen, Ihre Vorname, Ihre Nachname, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse, wir haben alles, ja? Und deswegen habe ich bei Ihnen angerufen, weil... Ja, dann verbiete ich Sie jetzt weiterhin bei mir anzurufen. Bitte? Dann verbiete ich Ihnen jetzt hier weiter bei mir anzurufen. Soll ich nochmal anrufen? Nein, ich habe Ihnen das gerade verboten. Warum so, sind Sie so aufgeregt? Also sagen Sie mir bitte ich bin doch nicht aufgeregt. Ja, aber warum sprechen Sie so unhöflich mit mir? Na, ich spreche doch nicht unhöflich. Und wissen Sie, ich bin... Ja, irgendeine Betrügerin, die mich hier wahrscheinlich anruft. Ja, ich bin Betrüger, aber Sie sind ein Arschloch. Sie also muss man da jetzt noch irgendwas dazu sagen? Erstmal bestätigt sie hier gerade selber, dass sie ein Betrüger ist. Dann sagt sie, dass ich unfreundlich wäre und sie ist diejenige, die mich beleidigt und ins Telefon schreit. Aha. Also irgendwas läuft bei den Typen, glaube ich, ganz, ganz falsch da in dem Callcenter. Keine Ahnung, wie die sich sowas rausnehmen und vor allem, warum redet die so mit ihren Kunden? Dann brauchen die sich doch gar nicht wundern, dass sie als Betrüger auffallen. Ich meine, sie hätte jetzt vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, irgendwas ins Reine zu rücken. Aber ich habe es ja sogar verboten. Und dann sagt sie mir auch noch, sie ruft nochmal an. Ja, also ich glaube, illegaler und betrügerischer geht's schon kaum noch. Aber naja, dieses Callcenter ist wohl auf Konfrontation gebürstet und die nette Tante, die will noch ein bisschen durchs Telefon husten. Dann lassen wir sie mal weiterbrüllen. Wissen das schon? Ach so, ja. Also wenn ich ein Betrüger bin, ich bin Betrüger, Sie bestätigen es nicht zuerst. Und Sie sind ein Arschloch, aber das bestätige ich von meiner Seite. Soll ich das sagen, warum Sie ein Arschloch sind? Na dann, erzählen Sie mal. Weil Sie können nicht einmal normal sprechen. Sie sind ein unhöflicher Mensch und Sie werden immer Betrüger. Aha. Und wer schreit ja, hier gerade ins Telefon? Ja, dann gehen Sie zur Polizei und sagen Sie, mein Name ist Sandra Schmidt und sagen Sie bitte, dass Sandra Schmidt hat mich angerufen und ich habe so frech, also... so geredet, so unhöflich, ich bin ein unhöflicher Mensch. Aha, na wenn Sie das ja, als das unhöflich stimmt. Empfinden... Ich habe mit Ihnen normal gesprochen, ich habe... Nee, Sie haben sich einfach in irgendein Gespräch reingeklinkt, jetzt hören Sie mal zu. Sie haben sich einfach in irgendein Gespräch reingeklinkt, das ist illegal. Was ist illegal? Ja, ich habe ja gerade mit der Hanna Manis gesprochen, da können Sie sich doch nicht einfach hier reinklinken in das Gespräch. Nicht einfach, sondern sie hat auch gesagt, dass sie weiterleitet, ja? Also, was nee, ist hat illegal? Sie nicht gesagt. Illegal, was ja, ist illegal? Ja, illegal ist, dass Sie sich einfach in Gespräche reinklinken. Jetzt passen Sie mal auf, ich habe Ihnen doch jetzt untersagt, bei mir weiter anzurufen, oder nicht? Brauchen Sie Narkotik haben? Fehlt Ihnen irgendwas? Ja, was ist denn Ihr Problem? Was ist illegal? Dann sagen Sie mir, was illegal ist. Ja, ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie dürfen bei mir nicht weiter anrufen, dann müssen Sie meinen Datensatz löschen und gut ist. Was passiert so? Was passiert so? Ja, Sie, sonst... Was passiert sonst, wenn ich bei Ihnen... Warum soll ich bei Ihnen nochmal anrufen? Kann man auch mal aussprechen, wenn Sie eine Frage stellen, oder quatschen Sie immer dazwischen? Bitte. Ich höre zu. Ja, wenn Sie einfach anrufen, ohne meine Zustimmung, dann ist das illegal nach deutschem Datenschutzgesetz. Und ich habe Ihnen das jetzt gerade verboten. Allerspätestens jetzt dürfen Sie mich auf keinen Fall mehr anrufen. Sein Blödsinn, wirklich. Also Sie haben... selber Ihre Daten hintergelassen. Also, habe ich nicht. Wo, wie konnte dann Ihre Name und Ihr... Ja, weiß ich doch nicht, wo Sie die Daten ich her haben. Ich habe mich gefreut. Ja, scheinbar doch. Soll ich jetzt wirklich, also ohne Spaß, etwas sagen? Also Sie haben, ich bin 100%, also ich weiß das, Sie haben eine Werbung gesehen, habe ich draufgeklickt, weil Sie möchten Geld verdienen. Jeder Mensch braucht Geld.
genau Sie auch möchten Geld verdienen. Ja, aber ich will von Ihnen kein Geld. Nein, ich gebe kein Geld. Ja, auch nein. Nicht von Ihrer Firma. Ich will mit Ihnen nichts zu tun haben. So, wie soll ich Ihnen Geld geben? Sie sollen zuerst investieren und dann verdienen Sie. Ja, habe ich ja gesagt, ich werde bei Ihnen nicht investieren. Das ist Ihre Entscheidung. Na, sehen Sie. Aber da, die Frage war, haben Sie irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich? Ja, das haben geht Sie doch nichts an. Ja, warum sind Sie so unhöflich? Das hat doch nichts mit unhöflich zu tun. Sie brüllen doch ins Telefon. Aber ich irgendwas... Was ist das? Irgendwas scheint bei Ihnen zu fehlen, glaube ich. Weil Sie merken ja nicht mal, dass Sie die ganze Zeit unhöflich sind. Labimel, Labomel. Ja. Woher kommen Sie? Ja, das geht Sie doch nichts an. Haben Sie Angst? Ja, woher kommen Sie denn? Ich komme von Saudi-Arabien. Aha. Ja. Und haben Sie Erfahrung? Ich bin Arabisch. Wie alt sind Sie denn? Ja, ich kann alle Fragen antworten, weil ich keine Angst habe selber. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe einfach nicht das Bedürfnis, fremden Menschen am Telefon meine Daten mitzuteilen. Ja, aber Sie haben das selber gemacht, Herr Labimel. Warum verstehen Sie nicht, was ich sage? Nö, habe ich nicht. Ich habe das nicht geträumt, zuerst Ihre na, scheinbar Telefonnummer. Doch. Wie sollte ich Ihre Nummer verträumen? Ja, also sagen Sie mir bitte. Ja, von irgendeiner illegalen Datensammelwebseite. Das ist nicht illegal. Was doch, ich mache, das ist nicht illegal. Ihr seid kriminelle Betrüger. Kriminal. Das ist aber lustig. Das freut mich, mit Ihnen zu telefonieren. Ich kann jeden Tag anrufen und wir können einfach telefonieren. Ja, damit beweisen Sie ja, dass Sie eine kriminelle Betrügerin sind. Sie haben zu viel Zeit. Ich bin das sagt die Tante, die nicht auflegt am Telefon, obwohl ich ihr den Anruf untersagt habe. Sie sind eine illegale Mensch. Sie sind in Deutschland, aber Sie arbeiten nicht. Sie haben kein... Ich habe es immerhin nicht nötig, kriminelle Geschäfte am Telefon zu machen. Ja, wirklich aber. Ja. Finden Sie das toll, so einen kriminellen Job auszuüben? Sie sind ein Ausländer. Sie sind ein Ausländer, ja? Ja. Genau wie ich. Genau wie ich. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Das geht Sie doch gar nichts an. Mal wieder so ein kleiner Kopfhörer-Hinweis. Jetzt leiser, ne? Warum antworten Sie gar nichts? Also wirklich jetzt aber. Ja, weil Sie das nichts angeht. Doch, ich werde Ihnen weiterhelfen, wie Sie in Deutschland Ihr Leben verbessern sollen. Warum haben Sie gelacht? Weil so viel Blödsinn aus diesem scheiß Gehirn da rauskommt, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, warte Sie kurz, ich muss weiterleiten zu unseren Juristen. Ja, haben Sie einen Headset auf? Hab ich eine Juristin, natürlich, also einen Moment. Können Sie sprechen, hallo? Ich rede mit Kriminellen nicht. Hallo? Ja, alles okay? Sie sind einfach nur eine Kriminelle. Ja, ich bin eine Kriminelle, aber wer sind Sie? Tja, kein Krimineller. Kein Krimineller. Wer sind Sie wirklich? Aber ich will Ihnen kennenlernen. Ich komme nach Deutschland. Ich bin gerade in Österreich. Ja, ich will aber Sie nicht kennenlernen und Sie sind auch nicht in Österreich. Warum? Bin ich so unsympathisch für Sie? Ja, ich will einfach mich nicht mit Kakerlaken treffen. Herr Labimel, ich weiß genau, dass Sie mit Ihrem Leben so unzufrieden sind. Sie haben auch keine Frau. Sie brauchen eine Frau, genau richtige Frau, dass Sie damit zufrieden werden. Und heute ist Valentinstag. Und gehen Sie einfach, trinken Sie mit einer Frau Wein oder ein... Sie sind ganz schön peinlich. Aber Tinder vielleicht. Wissen Sie, was Tinder ist? Gerade Sie das runter und Sie finden dann genau die richtige Frau in dort. Sie können dann gehen und... Genau, oder schöne Nacht haben und super Nacht haben. Ja. Wenn Sie das möchten. Habe ich recht? Nö. Wir werden befreundet sein. Das weiß ich genau. Sie sind ein guter Mensch, aber Sie sind ein bisschen aufgeregt. Vielleicht haben Sie heute nicht gegessen. Der Einzige, der aufgeregt sind, sind ja Sie. Haben Sie heute gut gegessen? Danke. Ich muss jetzt genauso nach Hause gehen. Und ich rufe Sie nochmal morgen, okay? Nee, das habe ich Ihnen ja verboten. Verboten? Was ist verboten? Also für mich, in der Welt gibt es gar nichts verboten. Naja doch, wenn ich Ihnen untersage, meine Telefonnummer weiterhin zu benutzen, anrufe, dann dürfen Sie das Sie nicht. Wenn ich Sie anrufe, zum Beispiel morgen. Ja, dann machen Sie sich strafbar. Dann? Strafbar? Ja. Wie viel kostet es? Ich zahle dafür. Das kostet Ihre Freiheit irgendwann, wenn Sie so weitermachen.
Ja, danke, danke, danke. Ja, aber ich habe keine Lust mehr mit Ihnen zu telefonieren. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt auflegen. Tschüss. Ja, tschüss, du Betrüger. Du Betrüger. Nee, du bist ja ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger, das haben Sie recht, aber Sie wissen nicht, was Sie meinen. Ich bin kein Betrüger. Doch, ich das hast du ja gerade sogar bestätigt. Und wenn Sie es sagen und wenn Sie es nicht bestätigen, Sie werden dann bestraft. Genau Sie. Genau. Sie wissen nicht, was Sie reden. Ja, das sagte die Kakerlake am Telefon. Kakerlake? Ja, ihr seid... Kakerlake. Na, ihr seid Kakerlaken. Kakerlake? Oh, das ist aber... Okay, danke, tschüss. Nö. Ne? Soll ich weiter telefonieren? Ja, dann wird das YouTube-Video ein bisschen länger. Okay, tschüss. Tschüss! Auf Wiederhören oder auf nie wiederhören. Ich verabschiede mich nicht von Kakerlaken. Ja, also hier habe ich mal dem ganzen Theater freien Lauf gelassen. Was will man eigentlich dazu noch sagen? Absolut unseriös, oder? Dieses Callcenter klingt sich einfach rein, hört einfach illegal ab, ruft sowieso illegal an, will illegal euer Geld haben und verarscht euch. Also Betrüger, wie es im Buche steht. Und dann das noch zum Schluss. Verplempern eigentlich selber ihre Zeit, labern jede Menge Blödsinn und wollen dann die Schuld bei dem Kunden suchen. Oder beim Betrugsopfer. Oder das Opfer, was sich nicht hat verarschen lassen. Ich weiß es nicht, wie die das gerne hören wollen. Aber auf jeden Fall haben wir hier wieder ganz, ganz toll gesehen, was das eigentlich, für Menschen am Telefon sind. Oder besser gesagt, Kakerlaken. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst das Abo nicht, wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Auf TikTok könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Da gibt es jede Menge Kurzvideos. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung dazu. Jetzt seht ihr hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf dem Kanal. Da könnt ihr euch gerne die Zeit bis zum nächsten Video vertreiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.